So, wir sind hier bei den Ottern. Hier vorne wartet schon der Chris. Wir haben Fütterung. Um 11 Uhr wird hier immer gefüttert in Olderdissen. Und der junge Mann hier, der Chris, ist schon ganz aufgeregt. Oh, macht Männchen, der möchte sein Futter haben. Am liebsten essen unsere Otter Rotaugen, Stinte und auch die süßen Eintagsküken. Gehört leider dazu, sind kleine Raubtiere und fressen gerne Fleisch. Wir haben hier bei uns in Olderdissen zwei Otter. Einmal den Chris, der zeigt sich hier ganz toll und tapfer und möchte ein bisschen Fisch haben. Und dann gibt es hier noch die Petra bei uns. Die Petra ist im Moment ein bisschen versteckt. Das liegt daran, wir haben seit letzten Jahren Pärchenotter. Und wenn man Pärchenotter hat, dann kann passieren, dass wir Nachwuchs bekommen. Wir hoffen darauf. Wir haben Paarungen gesehen. Und die Petra, die ist mittlerweile 12 Jahre alt, hatte noch nie Jungtiere und hat dem Chris jetzt vor ein paar Tagen gesagt, du musst ausziehen, du darfst hier nicht mehr bei mir wohnen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wir hoffen. Oft werden wir gefragt in Olderdissen, ihr habt ja gar keine Otter. Wo sind denn die Otter? Wir haben zwei Otter. Aber die sieht man wirklich am besten zur Fütterung, immer um 11 Uhr oder halt abends. Das sind dämmerungsaktive Tiere, dann kommen die auch gern noch mal raus. Wenn so langsam es im Park ein bisschen ruhiger wird, zeigen die sich auch richtig gut. Wir freuen uns schon riesig auf den Nachwuchs von Chris und Petra. Was meint ihr? Wann gab es zum letzten Mal Nachwuchs bei den Ottern? Das letzte Mal Nachwuchs bei den Ottern gab es 2008. Unsere Petra, die jetzt vielleicht Nachwuchs bekommt, wurde nämlich in Olderdissen geboren.